So, in diesem Video siehst du Curtis mit seinem Montraker. Du siehst Vessi mit seinem Giant. Du siehst Svenny mit seinem Nikolai. Du siehst Penny mit seinem Montraker und du siehst Svenny mit seinem Montraker. Curtis ist heute der Teilzeit-Guide auf 4-Euro-Basis und dann müssen wir noch mal gucken, was so alles passiert heute hier in diesem kleinen Trailpark. Der Parkplatz war gerade unwahrscheinlich voll. Da auch nochmal die Bitte an alle Beteiligten, ihr seht, was wir einfordern. Es muss was passieren, ja? Also, wir wünschen euch viel Unterhaltung und einen schönen Restabend. Bis gleich. Ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Svenny, der hatte Geburtstag, ja? Dann habe ich hier noch ein Foto, ein ganz altes, wo wir beide auf der Halde waren. Da standen nämlich oben auf der Halde Hoppenbruch irgendwie 15 Kästen Bier. Und da haben wir so getan, als wenn wir die gesoffen haben. Geiles Bild, ja? So, und jetzt fahre ich zum Svenny und jetzt kriegt der von mir das Geschenk. Hi, Sven. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ja, das kann man es noch nicht genau sehen. Ich habe oft von gesprochen, ja, aber ich habe es irgendwie jetzt geschafft, es zu bestellen für dich auch. Altbewährt und vor allem steht hier was drauf. Für Bautenzüge, Federgabeln geprüft für RockShox und Fox. Vielen Dank. Alles Gute. An, als Teilzeit-Guide heute. Oh, pass auf, da ist vorne ein Stock bei dir. Nicht, dass der gleich im Arsch ist. So, dann fahren wir mal hier in dem kleinen Trailpark. Wow, Leute, die Streckenverhältnisse, die Bodenverhältnisse sind gut. Ja, das läuft hier. Eieiei. Zicke, zacke, zicke, zacke. Ist immer gut zum Reinkommen hier, der Trail. Hier der Zickzack, ich nenne ihn mal einfach den Zickzack-Trail. Der ist nicht unglatt. Boah. Oh. Yes. Oh, warte mal, eben irgendwas hat da geknallt oder? Entweder ist eine Speiche oder es hat einfach nur so geknallt. Eine Speiche? Nee, das Rad hat sich gesetzt. Ich glaube, da ist irgendwie ein Stock oder was weiß ich. Wohin? Irgendwas weggesprungen oder so, ein Stock oder... An der Schwinge sehe ich jetzt auch keinen Riss, also ist eigentlich ganz gut. Nein, nein, das hat sich... Ist doch ein Trail. Urban Downhill, Leute. Also Vessi feiert die Tour bis jetzt. Curtis wird auf jeden Fall 1-2 Euro abgezogen von dem Lohn, den er pro Stunde kriegt. Aber als Teilzeit-Scout kann man das sich durchaus mal erlauben. Also nach einem Trail kann ich auf jeden Fall schon sagen, das ist das Mist auf NRW. Ja genau, mit dem Dirty Dan erstmal die Treppe runter, der hatte ordentlich Grip vorne. Jetzt fahren wir einen Trail, den ich mir gewünscht hatte. Nee, das sagen wir jetzt nicht, wie der heißt. Aber da fahren wir jetzt hin. Top Secret, Leute. Top Secret Trail auf jeden Fall. Ah, ihr seid doch noch hier. Wir dachten schon, ihr seid weg. Da hat einer das Handtuch geworfen hier. Du kannst auch hier reindroppen. Ja, ey, locker. Die Kurve ist mein persönliches Highlight. Ja. Ja, Leute, das können wir doch fahren, oder? Ach, sicher. Ja, ja, los geht's. Den Trail habe ich mir echt gewünscht, weil den sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Ja, die Frage ist, was ist denn jetzt besser? Das war auf jeden Fall scheiße. So, jetzt geht's hier auf die Steinplatte. Boah! Vorsicht, hier liegt ein Baum. Vielleicht könnt ihr das hier noch mal besser sehen. Jawohl. Sonst kommt er nicht zum Stehen. Jawohl. Jawohl. Boah, du Arschloch. Ich bin nicht wie ihr hinten um den Baum rumgefahren, sondern ich bin vor dem Baum rum. Nee, sah gut aus, ey. Okay, dann fahren wir mal hier weiter.
liebe diesen Trail irgendwie. Nice. Das könnt ihr jetzt nicht riechen, aber hier riecht's nicht nach verschwitzten Männer-T-Shirts, sondern hier riecht's irgendwie nach Kacke. Jetzt läuft, der Lorenz kommt raus und wir feiern das gerade hier. Der Benni ist schon weg. So, jetzt fahren wir hier einen richtig schönen Trail, der gleich mit Geschwindigkeiten um die 40 km/h auf jeden Fall gefahren wird. So, im Prinzip ab jetzt. Spitze Steine auf dem Kamm hier oben. Richtig nice, Leute. So, jetzt fahre ich ein Gap, was ich erst einmal gefahren bin und nicht gecleant habe. Curtis zieht mich jetzt rüber. Alter, das war zu langsam. Oh, viel zu kurz, ey. Boah. So, dann fahren wir jetzt mal den Rest dieses wunderschönen Trails. Ey, Bremswellen wie im Bikepark, ohne Scheiß. Bremswellen wie im Bikepark hier. Ja, Benni. That was wild. Hose rutscht ein bisschen. Hose rutscht? Abgenommen, wa? Ach, positiv erwähnt, ich soll sie jetzt auch noch mal zeigen. Ich habe Socken gekriegt von meiner Tochter hier. Ja, die soll ich anziehen beim Biken, hat sie gesagt. Mache ich heute. Und bis jetzt haben die mir echt Glück gebracht. So, jetzt gehst du hier beim Benni an der Brust. Oh, ich bin fast hingefallen. Aber dann mache ich nochmal aus. Peter, da hast du einen schönen heißen Reifen immer. Er weiß, dass er verfolgt wird. Da darfst du nicht zu sehr drauf achten, wo der hinfährt. Sonst fährst du genau dahin. Mach's halt gleich. Du weißt mal nicht immer, ob das gut ist oder nicht. Hat die auch noch nicht. Das siehst du nicht. Da sind sie wieder. Viel Spaß euch. Ja, genau da rechts, richtig. Des Todes Wurzeln hier.
Wurzeln des Zorns. Ah! Ja, ja, ja! Ah, verpasst, die Kurve verpasst. Ab jetzt wird's gut. Oh. Was soll denn der Sprung da auf der Seite? Das macht gar keinen Sinn, oder? Weiß ich nicht. Oh, shit. Outside-Line war das. Geil. Gut, ey, schön. Siehst du das? Ja, ne? Ja. Das kannst du, das siehst du nicht. Ah, ja, ja. Off-Camera sein Vater. Gegenanstieg. Jetzt geht's nochmal richtig ab hier. Die Stirn steil, aber das kannst du nicht sehen. Das siehst du nicht. Man weiß es nicht, sind es Blätter oder ist es ein Anlieger? Das ist krass. Jetzt fahren wir Sven's Trail. Der heißt auch so. Sven's Trail heißt der. Sven's Trail featuring Steine heißt der. Wow, mit der Pedale schon auf dem Stein gewesen, Alter. Sven's Trail featuring Steine hier. Da bin ich schon raus, seht ihr? Das ist einfach krass hier, weil das nur am Ballern ist. Da bin ich raus, Leute. Guckt euch das an. Da ist der Lars ganz weit hinten. Oh, oh, oh. Diese Mauer da. Das ist so ruppig hier, das siehst du nicht. Das kannst du nicht sehen. Guck, Benni, haben wir den noch mitgenommen, oder? Schön. Der ist richtig gut, ey. Boah, der ist richtig rough, ey, Mann. Und fertig, ey. Wirklich. Boah, der ist so rough. Hammer. Dich. Ja, fahr mal. Und Svenny ist ja hinter dir. Der wird dich schon jagen. Achtung! Na warte, da ist nur ein Drop. Oh wow! Alter! Geil! Hammer! Mega! Nee, ich auch nicht! Boah! Das siehst du nicht. Boah, das ist todessteil. Boah, das war geil, ey. So ein Corner Drop. Mega! Leute! Der richtig gut gemacht. So, jetzt kommt der Kamm mit der berühmt-berüchtigten Todeskurve. Alter.
hier meine Füßchenkurve. Nee, hör auf! Der hat sich doch gelohnt, ey, oder? Geil, dieser Corner-Drop, oder? Der war richtig geil. Ich hab mich auch überrascht, weil ich kenne auch gar nicht. Er ruft so, drop ich dem, ja, weiß ich, aber den habe ich jetzt auch nicht erwartet, ey. Du hast aber das reingesägt in den Bauch. Ja, stimmt. Mega. Die hat Räumkommando jetzt. Lars, jetzt hat Räumkommando. Unten der Affe, Alter. Ja, mit dem Hund. Da war doch einer mit dem Hund. Ja. Aha, dann kann ich auch noch nicht. Ist aber auch schon steinig hier. Du musst du aufpassen, dass du Druck auf den Reifen hast hier. Sonst hast du nachher Druck in den Arme. Schöne Leine, Lars. Ah, ein Traum. Also wieder ein Traum hier. Das war super. Du Lappen. Schön. Wenn er trifft am Morgen von Reib, Kummer und Sorgen. Ach, den wieder. Tequila. Ist das richtig, wo du lang fährst? Ja. Lars? Okay. Lars, ja, Leute! Du musst nach vorne durch! Uah, rutschig! Hier bin ich auch noch nie lang gefahren. Ey, so eine Scheiße. Oh nö. Nee, ich mach das eigentlich gerne. Ah, das kommt mir bei mir auch bekannt vor. Ah doch, wir sind hier mal gefahren, Lars. Ja. Oh, der ist aber gut entfernt, oder? Ah. Mach ich hier. Komplett ohne Füßchen. Jawohl. Das war doch gut. Haben wir noch nie geschafft. Ja. Nein. Schön, schön, oder? Schöne Kurve. Jawohl. Die ist aber echt entschärft, ey. Ja, Mann. Vorderrad wieder verloren. Ich dachte, ja. Oh, echt? Hast du aber zeitnah wieder gefunden? Ja, ist wieder eingebrochen. Ja. Wessi wird von Cliff gesponsert, deswegen hat er alles dabei. Ja, danke dir. Was ist das jetzt? Bitte. Schokolade? Keine Ahnung. Ich probier mal. Aber auch einfach nur rein. Das siehst du nicht, das schmeckst du auch nicht. Das ist aber lecker. Geil. So, ich fahre jetzt hier vor auf diesem Trail. Normalerweise fahren wir hier rein, aber da sind ganz schlimme Sachen passiert schon mal. Deswegen fahren wir den zweiten rein. Hier. Der zweite geht hier rein. So, jetzt fängt hier der Trail an. Ich hätte fast den Namen gesagt. Eieieiei. Na, gucken wir mal, ob da noch alles ist heute.
Ja, war schon mal alternativ, oder? Da bin ich schon mal schön neben der Strecke gewesen. Da ist ein Abhang, das geht da richtig runter, Leute. Ich sag euch, das wäre jetzt... Das wäre ins Auge gegangen, aber richtig. So. Von dieser Stelle hat der Trail den Namen bekommen. Vorsicht, Vorsicht! Ich muss zurück. Können wir. Ja, nee, warte, nur ein Stück. Nur bis hier. Ah, fuck. Oh, herrlich, geil, das ist richtig geil. Ja, schön, nice. Ist alles weggebremst und ausgewaschen, ey. Boah, ist das nice hier. So viele Trails, Leute. So viele Trails hier. Einfach, einfach geil. Ja, guck mal hier. Der Frühling ist da und blüht hier schön. In einem kargen Wald. Herrlich, Leute. Ja, dann fahren wir jetzt mal hier rein. Ja. Ah, den hätte man fahren. Ah, au, 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 au. Ja. Den hätte man fahren können, aber dann. Da hätte man nun einfach. Dann wäre es aber hier stachelig geworden. Schade, dass da so viele Bäume in dem Track liegen. Der ist richtig geil. Der macht richtig Laune. Lass rollen! Sonst kommst du nicht rauf. Jawohl! Ja! Da ist ein Drop. Siehst du das? Durchgeschlagen, vorne auch. Ich habe sogar ganz leicht meinen Fuß. Ich merke mein Fußgelenk. Da muss Luft drauf. Okay. Ja, also bei mir ist es Luft. Ich muss also hier, ich muss Luft reinmachen. Wie viel hast du noch? Ich habe jetzt richtig mechanisch Klung, volle Pulle. Also ich habe gar nichts mehr, ich bin bis oben. Na, bei mir war noch ein ganz, ganz kleines bisschen noch. Also hat genau gereicht. Bing, bing. Dann wollen wir mal hier über die spitzen Steine rein in den Trail.
Hier ist nämlich der Steintrail. Hier gibt es eine Stelle, da fahre ich immer geradeaus. Ah, fuck! Nein! Scheiße! Ah! Ah! Scheiße! Eieiei! Das ist die Stelle, wo ich immer geradeaus fahre, ohne Witz. Das war die Stelle, wo ich immer geradeaus fahre. Alter Ding. Ah! Ja. Boah, Junge, ey. Lass kurz liegen. So, jetzt bin ich in die innere und hab mir gedacht, besser ist, wenn du die äußere fährst, dann kommst du hier schön rein. Und dann habe ich gewechselt und das darfst du nicht machen. Das sah gut aus, ne? Da warst du auf jeden Fall die Hälfte von dem Trail einfach bei dir. Ja, sag ich dir. Aber das ist dann auch immer so ein Zeichen, wo man dann sagt, ey, jetzt, ne? Die Kraft lässt nach. Also hier auf jeden Fall schon mal Knieschoner, ne? Da weiß man mal, warum man die hat. Patina. Bisschen geschürft. Aber okay. Das ist einfach so. Oh, nice. Oh, was eine herrliche Runde. Was eine herrliche Runde, Leute. Bist du nicht durchgeschlagen vorhin? Wobei? Da kannst du eine neue Feder reinmachen, ja, hier. Genau. Wolltest du eine neue reinmachen? So, das war's. 1500 Höhenmeter, 37 Kilometer. Sollen wir kurz ein Interview geben hier an Wessi. Der hat ja hier, ist ja das erste Mal hier gewesen. Bitte da. So, wisst ihr, schön, dass du dabei warst auf jeden Fall. Ich wollte mal kurz die letzte Frage stellen. Wie fandest du die Trails heute? Genial. Banane, ja? Enduro. Banane auf Enduro jeden Fall. Enduro pur. Also richtig geil. Richtig schön hier im Trailpark. Und Sunny, wie ist es bei dir? Hervorragend. Gut, dann verabschieden wir uns. Bis dann. Ciao.